So, hi Leute. Heute soll es ein bisschen um das Pipelining gehen bei Linux. Das heißt, wie ihr auf der Linux Shell die Ausgabe von Befehlen als Eingabe von den nächsten Befehlen macht und praktisch so eine Pipeline aufbaut durch verschiedene Befehle. Ich logge mich dafür irgendwie einmal ein. Ich habe meine Konsole habe ich cool Retro-Term sein lassen jetzt, dass es mal ein bisschen aussieht wie in den 80ern, 90ern und ja, und dann wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Ich habe dafür ein paar Textdateien runtergeladen und das sind Wortlisten. Das sind also beispielsweise die Wortlisten der häufigsten 10.000 Worte, 1.000, 100 Worte in den verschiedenen Sprachen und weitere Listen, wo dann irgendwie also bekannte Passworte, Vornamen, Nachnamen aus verschiedenen Sprachen und so weiter genommen werden, die dann hier benutzt werden können also um zu testen, wie das denn läuft. Und außerdem irgendwie ist das eine sehr gute Sache, um hier ein bisschen zu zeigen, was geht. Also erstmal irgendwie eine Pipeline macht Folgendes. Das ist nämlich zum Beispiel eine Ausgabe von die, was sagen wir mal jetzt, nehmen wir uns wieder die Top 100 deutschen Worte in UTF-8. Dann würde man praktisch irgendwie alle Worte bekommen, die Top 100 Worte in der Reihenfolge ihres Auftretens. Und davon wollen wir zum Beispiel nur die ersten 10 haben. Das ist zum Beispiel bereits der erste Pipeline. Das heißt, die Ausgabe von Cut, also von dem Printout von dieser Datei, geht als Eingabe für Head und man kriegt nur die ersten 10. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte die zum Beispiel, die ersten 100, ich möchte die zum Beispiel in Columns sortieren. Das geht zum Beispiel auch und dann würde man könnte man zum Beispiel in Columns sortieren, dann hätte man das praktisch so angezeigt, so kann man das ein bisschen besser sehen, was los ist. Dann könnte man die zum Beispiel auch nummerieren oder man könnte sagen, ich möchte, dass das ganze Ding ausgegeben wird, so wie das damals war, in der guten alten Zeit, sagen wir mal, auf Teletype, also auf Teletype ist, ich glaube, 110 Baud, das müsste das sein. Das heißt, da würde es über Telex, wäre das dann so übertragen worden und das wäre dann in den 60ern so gewesen in der Geschwindigkeit. Da waren 110 Baud normale Geschwindigkeit. Das kann man natürlich irgendwie schneller machen. Da kann man sagen, okay, also ich habe angefangen mit 50 Baud. 50 Baud, das war praktisch ein Akustikkoppler und wenn das sehr, sehr schlecht die Verbindung war, dann war das ungefähr so. Normalerweise hatte ich 300 Baud, das wäre dann das gewesen, das war schon doppelt, das war schon dreimal so schnell wie Teletype, aber das war eben praktisch die Geschwindigkeit, mit der wir damals gearbeitet haben, größtenteils. Als es endlich die 120er, die 120 Baud war, das war schon richtig groß. Lange Zeit haben wir dann mit also das war lange Zeit Standard, die 2400 Baud. Das war lange Zeit Standard für Leute, die praktisch bei Telefonleitung gearbeitet haben. Die Profis haben mit 9600 gearbeitet, die meisten Terminals liefen damit. Und das hatte aufgehört mit 56K Modems. Das war praktisch das Schnellste, was wir dann hatten über Telefon. Und das ist auch heute noch das Schnellste, was man über Telefon machen kann. Und das ist sozusagen so. Ja, das kann man jetzt zum Beispiel machen über Pipelining, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel hier das gepipelined. Wofür ist das gut? Naja, man kann, wie man sieht, mit relativ wenig Arbeit kann man irgendwie Sachen machen, für die man stattdessen irgendwie ansonsten Programme schreiben müsste. Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, okay, ich will diese Worte jetzt zum Beispiel sortiert haben. Bekommt man sie sortiert? Oder ja, das sind so Dinge. Ihr könnt irgendwie praktisch unter der Hilfe, die ich euch gegeben habe, könnt ihr praktisch ein paar der textorientierten Befehle irgendwie angucken. Das ist dann also less. Ja, also Column hatten wir eben, Cut, da könnt ihr praktisch sagen, ich möchte nur Zeichen sowieso bis Zeichen sowieso anzeigen und so weiter. Grep ist noch ganz interessant, da kann man dann sagen, ich möchte zum Beispiel von den Top 10.000 Worten, sagen wir mal, ich nehme mal die Top 10.000
top10.000.de, von den top10.000 Worten, die möchte ich zum Beispiel irgendwie durchsuchen und ich möchte nur die Zeichen ausgeben, die, also alle Worte, die vier Zeichen haben, das müsste eigentlich richtig sein. Ich weiß nicht, es kann gut sein, dass ich damit scheitere. Genau, Anfang, Ende der Zeile und vier Zeichen dazwischen und dann kriegt man alle vier, alle mit vier Buchstaben. Oder ich möchte zum Beispiel alles haben, alle Worte haben, die auf ING enden. Dann würde man zum Beispiel die häufigsten 10.000 Worte haben in der Reihenfolge, die auf ING enden. Ja, also Ging, Peking, Gering und so weiter und so fort. Das wäre Sharp Rudolf Sharping. Na gut, okay. Man kann nicht alles haben. Okay. Jedenfalls, das sind so die am häufigsten benutzten 10.000 Worte. Diese Liste habe ich aus der Wikipedia. Die sowohl die Buchstaben als auch die Worte entsprachen sind nicht gleich verteilt. Und wenn man dann Buchstabenhäufigkeit sucht bei Wikipedia, dann bekommt man hier praktisch angezeigt, also welche Buchstaben am häufigsten sind. Leerzeichen ist noch häufiger als I, aber N, Israt, das ist das, was die Häufigkeit ist. Das ist so praktisch die häufigsten Buchstaben, die da sind. Und die am wenigsten, also praktisch das geringste ist das Q, wie man sieht. Und die anderen hier unten, die sind auch irgendwie relativ selten. Der Witz ist, dass diese Buchstabenverteilung ist eben auch so, dass sie zum Beispiel beim Morsecode, finden wir das auch, das E ist zum Beispiel nur ein kurzes Beep. Das heißt, man hat den häufigsten Buchstaben das kürzeste Symbol gegeben, zum Beispiel. Hier haben wir eine andere Tabelle genommen. Hier haben sie eine andere Tabelle genommen, wo die Sonderzeichen nochmal explizit mit drin sind, zum Beispiel. Und hier sieht man irgendwie praktisch in Gruppen wird das nochmal sortiert. Das könnt ihr euch angucken. Der Witz ist, dass diese Verteilung ist dieselbe wie die Wortverteilung. Das heißt, irgendwie praktisch das erste Wort nimmt irgendwie das erste, also praktisch das häufigste, nimmt meistens sehr, sehr viel Platz ein und dann das nächste weniger. Das ganze Ding nennt sich im Übrigen Wiki-Zipschiffs Gesetz. Gesetz. Und das Zipfsche Gesetz ist praktisch ein Gesetz für Sprachen im Allgemeinen. Und das ist für das Knacken von CSS-Code zum Beispiel irgendwie auch sehr nützlich. Damit wird das geknackt, das wirklich mit dieser Buchstabenhäufigkeit, ne, mit der Wahrscheinlichkeit, dass, also das ist ein universelles Gesetz, das heißt, es gilt nicht nur für Worte, sondern es gilt zum Beispiel für die Größe der Städte in einem Land. Das ist, sie verteilen sich genau praktisch ihrem Rang, der Rang und die Verteilung steht in einem bestimmten Verhältnis. Und dieses Verhältnis ist global. Das heißt für alle Effekte dasselbe. Das ist genau dasselbe wie für die Größe der Städte in einem Land oder also wenn es genügend Ereignisse gibt, dann ist das so für die Verteilung von Buchstaben in einer Sprache oder Arm-Reich-Verteilung. Das nennt sich dann, wenn man das umkehrt, X und Y, dann nennt sich das Pareto-Verteilung. Das ist irgendwie praktisch ein Naturgesetz, das folgt der logarithmischen Kurve und so weiter und so fort. Da müsst ihr dann nachgucken, wenn euch das interessiert. Das heißt, dieses ganze Geschrei irgendwie von wegen Arm-Reich. Das ist letztendlich ist es praktisch eine unfaire Verteilung, ist natürlich, ob man da irgendwie sozusagen möchte, dass die unterste Schicht irgendwie ganz weit, irgendwie praktisch, wo die diese Unter, ob man praktisch bei Arm-Reich-Geschichten ist das noch, ist das praktisch eine moralische Frage, ob man möchte, dass die unterste praktisch die am wenigsten haben, irgendwie dann unter einem bestimmten Niveau sind oder ob man dieses Niveau anhebt, so dass ein menschengerechtes Leben da ist. Das ist eine andere Sache. Aber die ungleiche Verteilung von allem, was da ist, ist eine Sache, die natürlich ist, die man überall sieht und die in der Wissenschaft auch bestätigt wird, überall. Also es ist ein globales Gesetz, das ist zum Beispiel irgendwie welche, also die Anzahl der Lieder, die von irgendwelchen
Autoren geschrieben werden, von irgendwelchen Musikern komponiert werden. Das sind, glaube ich, irgendwie 50% aller Lieder, die in den Charts sind, werden von einem Mann geschrieben. Na, da kommt das dann her. Da ist praktisch diese ungleiche Verteilung. Und ich glaube dann irgendwie, und ich glaube die und 90% der irgendwie Lieder, die man überhaupt hört, werden von vier oder fünf Leuten weltweit geschrieben. Das ist alles. Das ist eine absolut unfaire und wie heißt es auch, eine nicht besonders diversifizierte Verteilung, aber es kommt eben durch Aufmerksamkeit, also praktisch, wenn etwas irgendwie dominant wird, dann sind mehr Leute dabei, irgendwie dorthin zu gucken, und damit wird das rausgezogen. Das könnt ihr übrigens gerne selbst ausprobieren, indem ihr irgendwie eine Schale voll mit Büroklammern macht und dann greift ihr einfach blind rein, zieht eine raus. Und wenn ihr eine rausgezogen habt, dann hängt ihr eine andere, also ihr zieht zwei raus. Und wenn ihr zwei rausgezogen habt, dann hängt ihr die aneinander. Dann schmeißt ihr sie wieder zurück, dann zieht ihr die wieder raus, wieder zwei rausziehen, blind. Und dann guckt ihr, wenn das, dann hängt ihr die wieder aneinander. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann bekommt und die holt irgendwie praktisch die Sachen raus und legt die hin, dann werdet ihr wieder feststellen, dass es die verdammte Pareto, also die verdammte Pareto-Verteilung, also das Sippsche Gesetz ist, je nachdem, wie man das dann, wie man X und Y hinsetzt. Ne? Also das ist sozusagen irgendwie die sozusagen die sowieso schon viel haben, die bekommen noch mehr, weil sozusagen diese Aufmerksamkeit, diese Dominanz in der Gruppe wird verstärkt. So, das ist eine Sache. Und da kann man natürlich sozial gegenhalten und so, aber das geht nicht so richtig, weil man kann, wie gesagt, man kann irgendwie die Ober-Untergrenzen, die kann man irgendwie beschneiden, aber man kann diese Verteilung kann man nicht verhindern. Das geht nicht. Und das ist irgendwie übrigens auch die Möglichkeit, wir gehen mal wieder zurück zur Kryptographie. Das ist nämlich wichtig für Kryptographie. Ansonsten können wir nämlich diese Sachen, die wir hier machen, die können wir ansonsten nicht, wir könnten den Caesar zum Beispiel nicht auseinandernehmen ohne dieses Wissen. Also sagen wir mal zum Beispiel, wir haben diese Top 100 Worte, nehme ich jetzt einfach mal. Wandel sie einfach mal nach Morse. Ich wandle sie zurück von Morse. Warum mache ich das? Weil ich damit irgendwie Großbuchstaben bekomme, und also das sieht dann so aus, ne? So, das sind die häufigsten Worte, die ich jetzt habe. Und jetzt will ich zum Beispiel, also jetzt habt ihr es verstanden mit diesem Pipelining, ne? Das ist teilweise sehr praktisch. Und jetzt will ich sie zum Beispiel über Caesar will ich sie verschlüsseln. Ich nehme den Schlüssel 3 dafür. Und dann hätte ich, ups, habe ich irgendwie missgebaut. Case. Caesar. Caesar 3. Und dann hätte man praktisch diese häufigsten Worte verschlüsselt. Und jetzt kann ich zum Beispiel dahinter setzen, Caesar, brauche ich nicht gar nicht den Endschlüsselschlüssel, brauche ich gar nicht zu geben. Warum? Weil er das aus der Buchstabenhäufigkeit rausbekommt. Wie ihr seht zum Beispiel ist das E. Also das H, ihr könnt das jetzt durchzählen, wie häufig taucht das H auf. Ihr seht, das ist der häufigste Buchstabe. Also ist es wahrscheinlich, ist das H wahrscheinlich das E. Und dieses Caesar-Programm, das hier mit installiert ist, das zählt das irgendwie aus und guckt, welches würde am besten passen, wählt den entsprechenden Key, so dass es entschlüsselt wird und es ist sofort entschlüsselt. Das heißt, das ist tatsächlich ein Caesar-Codebrecher hier. Aber das kann man eben auch mit allen anderen klassischen Krypto-Sachen machen. Und die Sache ist die, dass ihr die Kryptografie-Routinen, die ihr es entwickelt, das sind immer Sachen, die versuchen, das zu verhindern, was hier gerade mit dem Caesar passiert ist. Ihr könnt das auch irgendwie selbst, wir können das auch selbst nochmal ausprobieren, ob wir selbst mit dieser Buchstabenhäufigkeit so etwas auseinandernehmen können oder nicht. Das ist an sich ganz einfach. Macht man einen kleinen Text hin und versucht das zu entschlüsseln. Und alle Methoden, die es praktisch gibt, die entwickelt wurden von der klassischen Kryptographie, haben versucht, das zu versch also praktisch diese Häufigkeit zu verschleiern, diese und eine Gleichverteilung der Buchstaben zu bringen, sodass das eben nicht so auseinandergenommen werden kann. Ja? So, das ist in diesem Fall, also Caesar ist, es ist ja auch völlig egal, in welches Symbol das übertragen wird, also ob das jetzt Buchstaben sind oder ob das irgendwelche alchemistischen Symbole sind oder Spielkarten oder Männchen, die mit Armen winken oder sowas, ist völlig egal, weil Symbol ist Symbol.
Und wenn wir irgendwie vor einem Symbol eine Häufigkeit zuordnen können, dann können wir das knacken. Es ist völlig egal, wie das Ding aussieht. Also ob hier jetzt ein normale Buchstaben da sind hier, also ob hier ganz normale alphabetische Buchstaben sind oder ob das eben irgendwie anders läuft, das spielt dann keine Rolle. So, das ist aber jetzt, wir sind jetzt bei 15 Minuten, das heißt, wir haben eigentlich den Kram durch, fast durch. Noch eine kleine Sache. Wir können, wenn wir solche Sachen machen hier, also wenn wir so ein Kram machen, können wir die Ausgabe, können wir umleiten, zum Beispiel in eine Datei irgendwie test.txt. So, und das heißt, statt es auf dem Bildschirm zu drucken, was wir haben, wird das jetzt in diese Datei geschrieben. Die können wir auch wieder anzeigen. So, das können wir machen. Wir können auch sagen, ich möchte bitte die Eingabe von einer Datei, die möchte ich bitte voll aus dieser, die möchte ich bitte aus dieser Datei haben. Also die möchte ich von dort haben. Also Eingabe, Ausgabe kann man damit bestimmen. Man kann sagen, ich möchte bitte die Ausgabe von einem anderen Befehl. Die möchte ich zum Beispiel irgendwie anhängen an eine Datei. Das geht auch. Das heißt, wenn ich jetzt test.txt mache, dann seht ihr, dass am Schluss irgendwie Hallo Welt angehängt wurde. Ja, das heißt, und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte Hallo Welt einfach nur so dazu schreiben, dann wird eine neue Datei angelegt und dann ist das zum Beispiel nur das drin und der andere Kram ist weg. Das heißt, das hier macht praktisch eine Datei auf. Das hier also hängt an eine Datei an oder erstellt sie, wenn sie nicht da ist. So, also genauso kann man die Eingabe umleiten. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte einen bestimmten Text haben und den möchte ich ausgeben. Das geht jetzt zum Beispiel auch. Also praktisch irgendwie wirklich literal dieser Text, der jetzt da steht, den kann man machen, den kann man so praktisch übergeben. Man kann übergeben die Ausgabe aus einem anderen Befehl. Ja, Welt. Oh, es könnte sein, dass es jetzt schief geht, weil ich irgendwie jetzt nicht aufgepasst. Ich weiß nicht mehr genau, wie das genau ging. Aber ja, das geht genau. Das heißt, man kann zum Beispiel die Eingabe bestimmen aus der Ausgabe von einem Programm. Also sowas geht zum Beispiel mit der Pipeline. Wenn ihr mehr zur Pipeline haben wollt, dann müsst ihr euch die Bash angucken. Man Bash. Sucht nach Pipeline. Und dann bekommt ihr hier die Pipelines. Dann kommt ihr, springt ihr sofort hin und da könnt ihr durchgucken und da sind dann irgendwie wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und welche Befehle dafür geeignet sind oder nicht, das habe ich in Man Hilfe gesetzt. Da sind dann irgendwie hier unten diese Textbefehle, textorientierte Befehle. Ihr könnt also Vim, also ihr könnt Less ist ja ganz, das kennt ihr schon. Ich habe jetzt Column gezeigt. Ich habe also Cut gibt es. Grep, damit kann man nach suchen. Also man kann zum Beispiel sagen, das habe ich ja eben gezeigt, glaube ich, dass man sagen kann aus diesen ganzen Befehlen. Da möchte ich jetzt zum Beispiel aus den Top 1000 Befehlen, 10.000 Befehlen. Da möchte ich zum Beispiel alle Worte haben, die auf ING enden. Das Zeilenende ist, glaube ich, das hier. Genau. So, das ist ein praktisch ein Muster, das ist ein Pattern. Und dann wird irgendwie praktisch alle, die auf ING sind, Rudolf Scharping, warum auch immer Rudolf Scharping da drin ist. Aber, oder ich möchte zum Beispiel irgendwie alle Worte, die vier Buchstaben besitzen, also alle vier buchstabigen Dinger. Und ich möchte das gleich durchnummerieren. Ich möchte dann gleich wissen, wie viele davon sind das denn? Und dann sieht man, das sind eine ganze Menge. Das sind nämlich 596 und 3, Dreier. Wie viel sind das? Das sind schon weniger. Zweier. Das sind dann irgendwie 70.000.
ziemlich wenige und es sind dann teilweise Sachen drin, die eigentlich so nicht sein können, die wahrscheinlich aus Sonderzeichen irgendwie rausgekommen sind. So, aber dann kann man zum Beispiel sagen, ich möchte bitte alle Worte, die eine bestimmte Anzahl von Buchstaben haben. Ne? So, da könnte man zum Beispiel sagen, das geht dann zum Beispiel irgendwie, diese Muster sind auch noch eine Sache. Ich glaube, das geht dann, dass man sagt, ich möchte irgendwie, was ich, fünf davon. Das geht nicht, okay. Dann habe ich irgendwie jetzt irgendwie noch was falsch gemacht. Theoretisch geht das hier. Oh, egal. Jedenfalls, da gehen noch irgendwie andere Sachen. Da müsst ihr nachgucken bei den Pattern. Und das war jetzt irgendwie praktisch die einfachste Lösung für dieses Problem. Da kann man dann irgendwie sagen, ich möchte bitte alle haben, die mit den Buchstaben X bis Z anfangen, zum Beispiel, und dann würde man irgendwie entsprechend alle X bis Z bekommen. Oh, gibt es keine Worte, die mit X anfangen? Klein X? Ah ja, klar, weil irgendwie Großbuchstaben will ich auch mit drin haben. Okay. So, also das wäre jetzt zum Beispiel grep, wäre irgendwie ein ganz praktischer Befehl. Also das habe ich einfach mal gezeigt, um zum Beispiel Sachen da rauszubringen. Was ebenfalls interessant ist, das habe ich eben gezeigt, um zum Beispiel nur die ersten 10 anzuzeigen, um diese ersten 10 anzuzeigen und sie anzuzeigen, als wenn sie auf Lochpapierstreifen gedruckt werden. Das wäre dann hier. Sowas zum Beispiel, dass wir einen Lochstreifen druck oder ich möchte sie eben irgendwie, keine Ahnung, denn da kann ich dann irgendwie sagen, okay, ich habe die auf Lochstreifen gedruckt und ich möchte sie von Lochstreifen zum Beispiel wieder lesen. Dann kann man auch, das kann man auch so rum machen. Also das ist schon ziemlich toll mit diesen Sachen. Umleiten, ausleiten, sagen wir als Hexadezimal drucken oder zum Beispiel als Code Group drucken. Das heißt, dass ihr sie über praktisch selbst wenn es Binärdateien sind, die also nicht aus die aus Sonderzeichen, also die irgendwie halt wie Programme oder sowas sind, dass man die übertragen kann über Telefon, dann kann man darüber, über Code Group, könnte man das zum Beispiel buchstabieren über Telefon und damit Binärdateien übertragen. Man darf bloß keine Fehler machen dabei. Oder man sagt, das was zum Beispiel bei E-Mails gemacht wird, E-Mails werden ja nur, da kann man nur Text mit verschicken, keine Binärdaten. Das heißt, wenn ihr ein Bild dort reinpackt in eine E-Mail, dann wird sie Base64 kodiert, wenn so ein Bild da ist. Und Base64 ist praktisch, dass das in reine Druckbuchstaben übertragen wird. Mit diesem Base64 zum Beispiel, da kann man dann auch zum Beispiel binäre Schlüssel, Codeschlüssel übertragen und was weiß ich. Und das lässt sich natürlich auch wieder, das lässt sich natürlich auch wieder dekodieren, ist klar. So, und dann hat man wieder das, den Originaltext. Das geht dann auch. Also das kann man irgendwie einfach durchschießen. Deswegen, das ist die Pipeline. Ich hoffe, dass ich damit irgendwie verständlich war. Und ich meine, irgendwie, wir sind ein bisschen ausgeschweift wegen der Buchstabenhäufigkeit, Pareto und so weiter. Da könnt ihr selbst nochmal nachschlagen. Das werden wir auch nochmal machen, in einer extra Lektion. Okay, das soll es erstmal reichen für heute. Bis dann, nächstes Mal.